ich vielleicht so eine Art Kissen für mein Rückgrat haben könnte. Ah, okay, falls wir deinen Rücken anheben können. Wird es besser oder schlimmer dadurch? Leg deinen Kopf zurück. Versuchen wir es mit zwei Kissen. Gut so? Kissen sehen immer adrett aus. Könntest du etwas hochrutschen? Alice, wo hast du den Streifen hingetan? Der befindet sich unter ihm. Ach so. Aber das Ding hier ihn fast berührt. Kannst du noch höher kommen? Bisschen höher. Fertig. Das sieht toll aus. Das mit der Beleuchtung stimmt noch nicht hundertprozentig. Das muss noch korrigiert werden. Wir brauchen noch mehr Make-up am Rand. Mehr. Oh, das war zu viel. Okay, mach's nochmal. Mehr. Mehr. Okay, beweg dich bitte nicht. Noch mehr, Norm. Für die Füße, Martin. Wahrscheinlich werden sie ein paar Spritze abkriegen. Also, sobald Marty es ansetzt, fangen wir an. Fertig? Fertig, Marty? Okay, es geht los. Also, los geht's. Ruhe bitte. Kamera und Ton laufen. Alles läuft. Okay, danke, dann schalt es ein, Marty. Schnitt! Standbild. Alles in Ordnung, Rami? Ja, alles okay. Was ist das da auf der Seite von dem Ding? Ist das die Applikation? Ja, okay. Wir brauchen es nochmal, muss ich zu meinem Bedauern sagen. Siehst du das, Tom? Okay, helft Rami da raus und baut das Ganze neu auf. Warte, wir können, ich glaube, es ist möglich, das hier zu säubern, ohne irgendetwas zu bewegen. Leider auch Rami nicht, ja? Okay? Die Lasche ist irgendwie nach oben gekommen, anstatt reinzugehen. Ich denke, es ist besser, wenn wir es ganz neu aufbauen. Ja, lasst uns anfangen. Seltsam, dass das nicht geklappt hat. Es war rundherum festgeklebt. Wir hatten es ja auch mehrmals getestet. Wenn man versucht, unabhängig zu bleiben, gibt es keinen leichten Weg. Es ist immer schwer, das Projekt durchzubekommen, Geldgeber zu finden und es dann durchzustehen. Ja. Aber er tut es. Das ist es, was er möchte. Nun, es wird ziemlich schwierig für Unabhängige, denn der Markt wird immer kleiner und kleiner. Es ist wie bei Schnellimbissketten. Es gibt kaum noch kleine Buden von Mama und Papa betrieben. Und wenn du nicht mit 2000 Kopien am Freitag, den 13. vertreten bist, dem Datum, dann kriegst du einfach nicht die Art von Verleih, die du brauchst. Beziehungsweise es wird schwer mitzumischen. Wissen Sie, ich befinde mich in der Hölle, lebendig begraben. Meine Hölle sieht so aus. Okay, Sie wollen Regie führen, super. Dann lassen wir Sie dicht dran, 8, 9, 10 Mal. Und in letzter Sekunde ziehen wir Ihnen den Film unter den Füßen weg. Das ist meine Strafe. Auch in meinem vorigen Leben war ich in der Hölle. Und ich glaube fest daran, nur wenn es klappt, bin ich nicht mehr in der Hölle. Verstehen Sie?
Ich war sehr, sehr nah dran. Graveyard Shift ist das beste Beispiel dafür. Skript von Stephen King, umgeschrieben von Clive Barker, George Romero als ausführender Produzent, ich Regisseur, was für ein tolles Paket. New World kaufte es, ein Jahr lang liefen wir herum, ganz nah dran. Verträge wurden unterzeichnet, ich habe immer noch einen Vertrag mit ihnen. Obwohl sie jetzt mehr fürs Fernsehen machen, regeln sie es meist so, dass sie dich für einen Fernsehfilm nehmen oder so, wenn du keinen Spielfilm machen kannst. Gut, schön, soll mir auch recht sein. Aber wir waren so nah dran und dann ließen sie es mit der Begründung fallen, sie fühlten sich nicht in der Lage, eine Geschichte über Ratten zu produzieren. Es kommen Ratten vor, doch es ist keine Geschichte über Ratten. Ich schwöre bei Gott, zwei Tage später schlage ich die Zeitung auf, New World Pictures präsentieren Schnecken. Wo liegt da der Unterschied? George möchte eine familiäre Atmosphäre bei jedem seiner Filme haben. Genau das will er. Er kann angespannte Situationen nicht ausstehen. Ja, das ist so. Und er mag keine politische Problematik. Einer der Hauptgründe, weshalb er mit Hollywood nichts zu tun haben möchte. Ich würde liebend gerne einen großen Film machen. Einen Batman-Film oder etwas derartiges. Aber ich würde es wahrscheinlich nicht unter den Bedingungen tun wollen, denen man unterworfen ist, wenn man einen solchen Film macht. Außerdem ist es für kleine, unabhängige Filmer schon schwer genug, die Finanzierung für kleine Filme zu finden. Und es wird schwieriger, weil der Markt dafür austrocknet. Früher konntest du zu kleinen Produktionsfirmen gehen, um $1 Million zu bekommen. Insbesondere, wenn du schon etwas vorzuweisen hattest. Leute wie Sam Raimi oder ich oder andere, die schon Filme gemacht haben. Ich meine, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als ob ich glaube, es wäre ein natürliches Menschenrecht, dass einem jemand Geld gibt, um einen Film zu drehen. Aber wenn du einen Ruf hast und nicht der Typ bist, der das Geld nimmt und sich ein Auto davon kauft, solltest du in der Lage sein, ein faires Angebot zu bekommen, wenn es nur um 1-2 Millionen geht. Ja. Tja, leider haben selbst die kleinen Firmen, viele von ihnen, ich möchte nicht verallgemeinern und behaupten, dass alle so sind, aber viele von den kleinen Unabhängigen haben dieselbe Einstellung wie die Großen. Sie denken, wenn sie dir ihre Million geben, hätten sie dich gekauft. Stimmt. Und dass du ihnen Kind und Haus schuldest und deinen Film. Und so geht es einfach nicht. Es ist wirklich schwer hinzukriegen. Sie sollten dich deinen Film machen lassen, selbst wenn es nach Rezept abläuft wie Freddy Teil 5 oder so. Offensichtlich musst du da innerhalb der Grenzen dessen arbeiten, was die Imbisskette vorschreibt. Aber dir sollte erlaubt sein, wenigstens ein paar deiner Ideen einzubringen. Es ist schon ein ziemlich hartes Brot. Es ist ein böswilliger Markt, der weiterhin hauptsächlich von Leuten kontrolliert wird, die keine Zuneigung, keine Affinität zu Filmen, geschweige denn zu diesem Genre haben. Für sie ist es leider nur ein Weg, Geld zu machen. Gleich bin ich wieder schön. Für uns bist du das schon. Das ist aber nett. Der Brustkorb ist so gut wie fertig. Kann er so bleiben, Tom? Noch ein bisschen mehr Brusthaar. Marty, los geht's. Kamera A und B ab, bitte. Kamera läuft. Kamera läuft. Einschalten. Fertig! Und Schnitt! Cut it. Schnitt! That's a cut. That's all right. Okay. Macht eure Fotos und dann holt ihn da raus! Langsam, langsam, George! George, sind das genügend Blutspritzer? Nein, ich denke nicht. Ich denke, es ist nicht genug Blut. Ich kann es nochmal machen, kein Problem. Du hast meinen Bogi getötet! George hatte diese Rolle für mich geschrieben, aber ich habe wirklich nicht geglaubt, dass ich sie spielen darf. Warum? Weil, nun, es war das erste Mal, dass George mit anderen Produzenten als Laurel arbeitete. Die hatten ihre eigenen Vorstellungen vom Casting. Das hieß,
dass ich mit einer Menge Leute vorsprechen musste, die alle viel mehr Erfahrung hatten als ich. Ich hatte Angst, ich würde die Rolle verlieren. Aber zum Schluss habe ich sie gekriegt. Und ich fühlte mich dadurch bestätigt, dass sie mich auch haben wollten. Du magst den Bart nicht? Ich verrate dir was, ich auch nicht. Er kommt runter, okay? Der Bart ist Vergangenheit. Einverstanden? Als wir die Szenen brauchten, in denen Ella zärtlich zu Alan war, mussten wir tagelang darauf warten, bis der Affe in Hitze war. Dann mussten wir sicherstellen, dass Jason, der Schauspieler, das erste männliche Wesen war, das ihr an dem Tag begegnete. Und für den Tag und circa 48 Stunden danach war sie heiß auf ihn. Sie kletterte einfach auf ihn, tollte herum und warf sich an ihn. So haben wir das Zeug gekriegt. Das waren buchstäblich die einzigen Tage, die wir dafür hatten. Zwei Tage während der Drehaufnahmen, an denen sie in Hitze war. Ihre Schauspieler sind keine Spielverderber. Ja, er hat echt toll mit ihnen gearbeitet. Gott sei Dank hatte er keine Angst vor ihnen. Sie waren ganz schön beängstigend. Kann ich dir irgendwas bringen? Nein, danke. Ich bin voll bedient. Es dauert eine Weile, bis das fertig getrocknet ist. Okay, fertig. Ruhe bitte. Startet A und B bitte. Kameras laufen? Kamera A läuft. Und Kamera B? B läuft. Norman. Bitte schnell die Fotos, Tempo. Das war sie. Der Kerl ist verrückt. Jetzt fühle ich mich viel besser. Oh, das war der gegrillte Schinken von letzter Nacht. Heute wird nicht gegrillt, was? Das Swiss Steak war zu schwer. George hat diese unanständige Art, an Horror ranzugehen, die toll ist. Richtig raubeinig. Sie lockerte mich auf. Ich dachte, ja, hey. Es hat mir sozusagen die Weste aufgeknüpft. Ungefähr nach dem Motto, lass dich einfach gehen. Es war hilfreich. George ist sehr hilfreich für mich. Wodurch? Weil er genau verstanden hat, dass Horror und Humor miteinander identisch sind. Der einzige Unterschied zwischen Horror und Humor ist, dass du diese grotesken Vorgänge auf unterschiedliche Weise betrachtest. Ich denke, was einen Künstler ausmacht, ist, dass er die Grenzen vorheriger Voraussetzungen, die er findet, sprengt. Und wenn er erfolgreich ist, dann schafft er es, die Welt zu verändern. Für mich ist ein Traum wahr geworden. Ich habe vorher schon Comicfilm-Adaptionen gemacht, aber wenn es einen Film gibt, den ich machen wollte, dann war es dieser. Ich schätze, das mit dem Comic ist ein Wagnis, aber die Bilder sind so im Bewusstsein jedes Einzelnen eingebettet, dass wir uns entschlossen haben, nur Bilder auf dem Cover abzudrucken und keine Titel. Und wir versuchen, die vier typischen Bilder zu wählen, anhand deren jeder, der den Film irgendwann gesehen hat, erkennt, das ist Night of the Living Dead. Ja, es ist eine sofort erkennbare Sache, besonders die Originalbilder von Night. Bilder daraus sind wie King Kong oben auf dem Empire State Building. Und das bei so einem Low-Budget-Film, der anfänglich meist ignoriert wurde.
Als in Spanien Night of the Living Dead gezeigt wurde, veränderte es die gesamte Richtung der Filmmetropole. Vorher hatten sie diese Paul Naschy-Streifen, neu aufgekochte Versionen von Universal Studio-Filmen, wo er seine Wolfman-Rolle spielte, eine Mumie oder Frankenstein. Nach Night of the Living Dead gab es Sachen wie The Blind.